Das ist wirklich furchtbar. Ich denke mal, das kennt jeder, zumindest jeder junge Mensch, der alleine wohnt oder auch ältere Menschen oder als Erwachsenere. Man ist zu Hause und hat Hunger und Lust auf irgendwas, aber hat nichts im Haus. Und kaum bist du im Supermarkt, dann interessiert dich das alles gar nicht. Zum Kochen bin ich sowieso zu blöd. Ich kann nicht kochen. Immer wenn ich koche, schmeckt es nicht oder es geht schief und ich putze lieber. Ich mache ganz gern die Küche sauber. Und Essen tue ich auch gern. Es kostet nur alles immer so viel. Essen ist teuer. Das ganze Leben ist teuer. Alleinleben ist teuer. Leiden ist teuer. Gesundheit ist teuer. Liebe ist teuer. Der Tod ist teuer. Der Tod ist das Teuerste. Trennung. Mein Akku ist teuer. Er ist kaputt. Berühmt werden ist auch teuer. Du bist vielleicht sogar teuer. Bist du teuer? Überleg mal, wir würden uns gerade unterhalten. Du sitzt vor mir. Und hörst zu, wie mein Spinat brutzelt. Spinat soll nicht brutzeln. Spinat soll gar nicht brutzeln. Also, wir würden uns unterhalten über teuer. Was hast du gesagt? Nein, das ist doch gar nicht teuer. Sich zu unterhalten ist nicht teuer. Na gut. Wir spielen, du würdest sagen, dass sich unterhalten teuer ist. Warum findest du es teuer? Wegen der Zeit? Ach, okay. Ja gut, dann würde ich auch sagen, okay. Wegen der Zeit ist sich zu unterhalten teuer, weil die Zeit verloren geht. Wichtige Zeit. Aber weißt du, bei mir geht sowieso ständig... Ja, ich weiß, ich lasse dich nicht ab. Sondern red erst du. Okay. Ah, okay. Okay, jetzt ich. Also, was wollte ich denn sagen? Ja, ich hab's vergessen. Ah ja, genau, danke. Ja, genau, bei mir ist Zeit, geht Zeit immer verloren, weil ich mich immer ablenken lasse. Von meinen Gedanken, ja. Das ist ganz schlimm. Meine Worte, meine Gefühle, das ist alles so explosiv und die ganze Zeit da. Und Zeit ist sowieso kostbar bei mir. Ich mache nicht viel mit Freunden und ich bin ganz arg dankbar, dass ich sie habe und dass sie mich auch behalten, obwohl sie ganz genau wissen, die... Leo, die hat nie Zeit für einen. Aber wenn wirklich was ist, bin ich da für einen. Das ist wirklich so. Ich sitze dann lieber zu Hause am Handy und unterhalte mich. Weil ich dann nebenher was anderes machen kann. Und wenn ich rausgehe irgendwie in die Stadt oder so, dann denke ich immer, wozu bin ich da? Ich meine, nichts, was man noch nicht gesehen hat. Ja, ich weiß, ich lasse dich gar nicht reden. Aber du hast auch nichts gesagt. Bitte? Ja, natürlich macht das Spaß, aber also man geht auch gerne mal raus, klaro, aber ich habe eh keine Zeit, muss auch noch lernen. Was lernst du? Ah, okay, interessant. Und, macht Spaß? Oh, ja gut, aber irgendwas muss man machen. Ja, ich hatte gerade für einen Moment ganz vergessen, dass ich mich ja mit dir gerade unterhalte. Ich weiß zwar nicht, wer du bist und wer mein Video da anschaut und sich denkt, ey, die Alte hat einer eine Klatsche, aber... Ich hab's genau gehört. Du stehst vor mir und sagst, ich hab einen an der Klatsche. Du hast selber einen an der Klatsche. Eigentlich ist es gar nicht so wild, einen an der Klatsche zu haben. Da könnten wir am besten applaudieren. Bei jedem Konzert und jedem Theater. Konzerte applaudiert man nicht. Oder doch, natürlich. Oh, das erinnert mich an etwas. Trio in Klassik. Ein wundervolles Konzert. Ja. Klavier, Bass, Schlagzeug. Dieser Moment, alles dunkel, alles ruhig und auf einmal fängt er an, die erste Taste zu schlagen und dann hört man den Bass. Diese Gefühle, diese Impulse, ich erinnere mich noch genau, wie das gestern gewesen. Die ganzen großen Menschen um mich herum, ich ganz, ganz klein und ich wusste noch nicht, was auf mich zukommt. Woher denn auch? Ich war vielleicht gerade mal 2 oder 3. Aber ich saß bei meiner Mutter. Meine Mama war auch da und da war immer so eine ältere Frau, die fand mich immer süß. Und sie hat Französisch gesprochen. Oh, mein Handy klingelt. Also wir sehen uns im nächsten Video. War schön mit dir zu reden. Tschüss.